So, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir sind jetzt ja wieder im Monat der guten Vorsätze. Und ich bin nach langjähriger Erfahrung kein Freund von guten Vorsätzen. Es funktioniert nicht. Trotzdem finde ich es gut, wenn man sich so ein paar Ziele setzt. Und ich habe mir mal wieder ein Ziel für dieses Jahr gesetzt, nämlich mein Ziel für jedes Jahr eigentlich. Es ist auch nicht so besonders. Die ganze Bibel in einem Jahr durchlesen. Ist so eine Jahresaufgabe bei mir immer. Und ich benutze dazu den Bibelleseplan, den ich euch letztes Jahr schon mal gezeigt habe. Hier ist der verlinkt. Und das Coole ist aber, lass uns das doch zusammen machen. Vielleicht hast du Instagram. Wenn nicht, wäre das doch vielleicht ein guter Grund, dir das anzuschaffen. Ich habe am 1. Januar ein kleines Bild gepostet. Gemeinsam die Bibel in einem Jahr lesen. Und zwar funktioniert das so. Wir nehmen den Leseplan, den ich gemacht habe, den kannst du dir hier runterladen, und lesen dann jeden Tag ein kleines Stückchen auf diesem Plan. Und auf Instagram benutzen wir dann gemeinsam ein Hashtag, und zwar diesen hier. Und können da dann miteinander teilen, was wir jeweils an dem Tag gelesen haben. Weil wir zumindest wochenweise, der Plan, du weißt das, der ist so, dass es auf 7 Tage einer Woche 6 Texte zum Lesen gibt. Das heißt, man hat so ein bisschen Spielraum, wenn man mal einen Tag was nicht schafft, dann kann man am nächsten Tag einfach weitermachen. Aber wir sind innerhalb einer Woche zumindest alle ungefähr auf dem gleichen Nenner. Ist das nicht was ziemlich Cooles? Und dann können wir uns nämlich, wenn du diesen Hashtag benutzt, unter das Bild packst jeweils, wenn du was dazu postest, können wir uns darüber unterhalten. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig Bilder posten und was dazu schreiben, zu dem, was ich an dem Text gelernt habe, was an dem Tag mir neu aufgefallen ist und so weiter und so weiter. Und du kannst auch einfach den Hashtag abonnieren oder mich sowieso abonnieren, das schadet auch nicht. Und siehst dann, was ich dazu geschrieben habe. Und wenn du den Hashtag klickst, siehst du auch, wenn andere Leute was dazu schreiben. Das ist nämlich das Coole an der ganzen Geschichte. Das heißt, wir können so gemeinsam die Bibel in einem Jahr lesen. Das ist es auch schon. Mehr will ich gar nicht sagen. Also, ich verlinke dir mein Profil hier unten auch nochmal. Der Hashtag ist mit drinne. Und ich würde mich freuen, wenn du mitmachst, weil je mehr Leute, wir sind wie eine riesige digitale Kirche Bible Study Group. Ziemlich geile Sache, ziemlich geile Sache. Und wenn wir das über ein Jahr machen, dann motivieren wir uns auch noch gegenseitig. Denn seien wir mal ehrlich, die Bibel in einem Jahr zu lesen, Motivation, ist da auch immer gerade in den, ich sag mal, Durchstrecken dieses ganzen Dings auch immer mal gut. Und bevor jetzt die Leute in den Kommentaren durchdrehen, weil, oh, er hat gesagt, man braucht Motivation zum Bibellesen und der gibt ja auch Durchstrecken in der Bibel drin. Wir wissen alle, dass wir irgendwann bei Levitikus landen in diesem Plan. Das weißt auch du. Schnapp dir eine Bibel, schnapp dir den Leseplan und dann starte durch. Und wenn du Bock hast, guck auf Instagram vorbei, denn da machen wir das alle gemeinsam. Also, das war's auch schon für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, wo ist mein Kaffee? Ah, hier. Ja.